Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Barlo zusammen mit Venjen. Wir sind in einem Spiel, das nennt sich King's Road, und machen ein kleines Let's Play zum ersten, ich glaube das erste Mal, dass wir einen Free-to-Play-Titel machen, ne? Ne, das zweite Mal. Ja, was war denn der erste? Hallo erstmal. Wie hieß denn das nochmal, wo wir so viel Spaß bei der Charaktererstellung hatten? Stimmt, Dragon's Prophet, ne? Dragon's ja, Prophet. Das war ein MMO, ja tatsächlich, das war aber nicht im Browser. Das ist jetzt tatsächlich das erste, was im Browser gespielt wird, ne? Ich glaube schon. Warst du im Browser? Ja. Also nee. Das hier ist auf jeden Fall, King's Road ist auf jeden Fall im Browser. Ja. Und wir sind immerhin so weit gekommen, dass wir die ersten zwei Monster umgehackt haben, jetzt in einer Stadt sind und mit Pater Byron sprechen müssen, um den nächsten Level zu kommen. Richtig. Und wir sind in einer Gruppe. Natürlich, Free-to-Play-MMOs gibt es halt hier immer oben diese Edelsteine, die man neben dem Gold halt hat. Und die Edelsteine sind halt immer das, worüber sich das Ganze finanziert. Wir werden hier einfach auch mal analysieren, inwieweit man die braucht, würde ich sagen. Ne? Wenn wir dazu kommen, weil es kann ja auch gut sein, dass die erst im Endgame wichtig werden. Das stimmt, so, ja. Ich gehe zu Pater Byron. Ich bin übrigens, gut, gibt ja hier nur den Jagdweg, auf den wir gehen können, ne? Oh, normal, heroisch und Champion. Wir können sowieso nur normal wählen, von daher. Ja, richtig, der Rest, da muss man zuerst alle Missionen auf dem normalen Mode machen. Gut, dann habe ich da mal drauf gedruckt. Und ich habe dann bestätigen dürfen. Ja, das ist ja hier so ein Hack-and-Slay-Fantasy, kann man sagen, ne? Action-RPG. Also die genauen Details wissen wir noch nicht, weil ich habe im Moment eine Attacke, die ich noch nicht benutzt habe. Ich bin Zauberer und habe einen Feuerball. Ja, ich bin Krieger und habe irgendwie hier die 1, die aber... Macht sie überhaupt was? Aber ich kann einfach draufhauen. Linksklick, ja, oh, da ist was. Was ist das? Ich habe eine Bauerntunika gefunden. Mhm. Richtig, klicke auf den Gegenstand, um ihn auszurüsten. Okay, ja, ich habe auch eine Bauerntunika. Kann ich eigentlich, wenn ich hier die 1 drücke... Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wann genau ich die 1 drücken muss. Ich auch. Ich glaube, ich muss einen Gegner... Ah, guck mal, hast du das gesehen? Ich drücke die 1 und dann, wenn ich in der Nähe von einem Gegner bin, dann geht es so mit so einem Hechtsprung drauf. Ah. Aber gut, ansonsten kann man halt auch einfach Linksklick machen, wie jetzt in D3 oder so. Aber wenn ich jetzt hier... Tschu, oh, Stufe 2. Das ist wieder was, was wir aufnehmen können. Ich habe einen Fertigkeitenpunkt. Moment, was habe ich denn für ein... Ich habe ein Lorebuch. Achso, das ist nicht ein Lorebuch, das ist nur meine Quest. Ich habe einen Handschuh. Aber ich habe einen Fertigkeitenpunkt, den ich verteilen kann. Ich frage mich nur gerade, wo ich den verteilen kann. Wahrscheinlich im Fertigkeitenfenster. Das ist bestimmt halt voll, ne? Richtig, aber wo ist das? Oh, hallo. Warte mal, ich muss den Sound, glaube ich, noch ein bisschen leiser machen. Sekunde. Ach ja. So, Sieg! Der Dirk. Wir haben den Dirk besiegt. Hab ich neues... Das kann man hier Level beenden. Ich habe neues Zeug bekommen. Da sind wir, glaube ich, raus wieder. Statistiken. Ich hab auch was bekommen. Gegenstände wegschmeißen. Aber Level ich beende beenden. Den Level. Ich auch. Ach, guck mal, man kriegt aber auch... spiele diese Karte erneut, um Meisterschaft zu erlangen und besondere Belohnungen, also Kristalle zu gewinnen. Ist ja schon mal ein gutes Zeichen, dass man diese Kristalle nicht nur kaufen kann, ne? Ja. Finde ich immer sinnvoll. Schaden verursacht habe ich 108. Oh. Du hast Lorian, die Händlerin, freigeschaltet. Ich verkaufe viele Dinge, einschließlich Nahrung, um deine Gesundheit schnell wiederherzustellen. Na, das ist ja eine nette. Level beenden. Sieht's allerdings aus. Ach, wir haben sie vor Monstern gerettet. Richtig, den Dirk. Die verkauft Potions, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe. Ach, und da ist der Laden. Ah, okay. Du solltest in meinen Laden kommen und ein paar Rüben kaufen. Sie werden deine Überlebenschancen stark erhöhen. Ja, ich kaufe mal ein paar Rüben. Oh, die kosten nämlich Gold. Stärkungen, Nahrung und Dunkelbier. Oh. Rüben. Ach, guck mal, der Sir Caleb macht hinterher die Fertigkeitspunkte mit dir hier. Also bei mir zumindest. Hallo, Sir Caleb. Klicke hier, um das Feld zu schließen. Du hast einen weiteren Fertigkeitspunkt. Achso. Damit kann man quasi diese Fähigkeit steigern, die wir da haben. Auf Stufe 3 gibt es auch noch Spalten. Na, was das wohl sein wird. Ich finde Feuerball super. Achso, Fertigkeitspunkte könnte ich jetzt auch kaufen mit den Diamanten hier. Wie heißen die Diamanten? Edelstein heißen die. Ja. Ich habe jetzt Feuerball Level 2. Die Deadwoods werden nicht glücklich sein, wenn sie hören, dass einer ihrer Anführer getötet wurde.
Ich fürchte, die Rache wird nicht lange auf sich warten lassen. Moment, Lore. Es sei denn, wir kommen ihnen zuvor. Wenn unser Held ihre Anführer ausschaltet, haben wir vielleicht eine Chance. Warum, bei mir draußen wird wieder irgendwie mit Europaletten hantiert. Es ist laut. Erledige Markus Deadwood. So. Gut, dann müssen wir hier wieder zu Pater Byron. Warte mal, ich muss mir erstmal angucken, was die Rüben machen. Aha. Rüben ist Nahrung. Regeneriert über 10 Sekunden 500 Gesundheit. Abklingzeit 10 Sekunden. Du kannst dies nicht mit voller Gesundheit verwenden. Okay, es regeneriert 500 Gesundheit in 10 Sekunden und ich habe 335. Also es heilt mich in 10 Sekunden mehr als voll. Calmwater-Brücke. Ist das dasselbe nochmal? Nee, ne? Oder? Das erste war ja der Dirk. Und das zweite ist hier den anderen. Markus, der Edward ist der älteste und grausamste der Brüder. Ihn auszuschalten wird nicht einfach werden. Also wir schlachten quasi eine ganze Familie ab, wenn ich das richtig verstehe. Hab ich persönlich kein Problem mit. Nicht mit dieser Familie. Warte mal. Ist schon Dirk. Wahrscheinlich. Ich will den Hirsch töten. Welche Reichweite? Ich hab nichts gegen Leute, die Dirk heißen, übrigens, möchte ich anmerken. Welche Reichweite habe ich eigentlich mit meinem Feuerball? Ja, ich weiß nicht. Also sieht ganz gut aus. Oh, da ist was gedroppt. Na, wer bist du denn? Kann ich ja auch die Fässer zerschießen? Ich habe wieder einen Fertigkeitspunkt. Ja, wahrscheinlich. Also ich gebe jetzt einen gewagten Tipp ab. Man kriegt pro Level einen Fertigkeitspunkt. Ich weiß eigentlich nicht, was hier das Max-Level ist. Das ist wahrscheinlich auch so wie in Diablo. Gibt's nicht. Also, ne? Du warst schon bei Dingens. Wer ist es? Paragon. Ja, aber das ist ja was anderes. Level und Paragon-Level. Ja, das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Ich glaube, mein Skill ist irgendwie auch eine AE oder so. Das hat ein Dot dabei. Was steht denn hier? Schleudert einen Feuerball den 84 Angriffsschaden zum getroffenen Feinde, nehmen für die Dauer von... Achso. Da ist noch ein Dot-Element drin. Mhm. Ich habe hier den Fluch eines Nahkämpfers. Wenn ich da bin, sind die Sachen schon tot. Ach, guck mal, da ist der Markus. Hi, Markus. Alte Rinde. Das ist ja schnell tot. Sehr gefährlich, dieser Markus. Wir spielen noch auf Normal. Ja, ich weiß ja. Level beenden. Ich weiß ja. Warte, erstmal gucke ich mal in meine Gegenstände. Ich habe da wieder Sachen bekommen. Einen Helm, Schuhe und die Rüben, aber die brauche ich nicht. Dieser Pfeil, der Pfeil heißt, glaube ich, immer, dass es ein Upgrade ist oder so, ne? Achso, kann sein, ja. So, Ergebnisse. Können wir mal auf Schaden gucken. Sieht bei dir irgendwie jetzt ein bisschen besser aus. Ja, aber ich kann ja auch immer schon angreifen, bevor du da dran bist. Ja, richtig. Du hattest immerhin einen super kritischen Treffer, das finde ich toll. Super kritisch. Habe ich gar nicht gesehen, dass ich einen super kritischen... Cool. Der Einsatz von Fertigkeiten kostet Mana. Du solltest in Lorians Laden etwas Dunkelbier kaufen. Es regeneriert dein Mana sehr schnell. Alles klar. Laden öffnen. Stärkungen. Nahrung und Dunkelbier. Dunkelbier kaufen. Das wird dir ja auch alles auf dem Silbertablett, würde ich mal sagen, serviert, was du da machen sollst. Du hast so, eine neue Fähigkeit. Hey. Oh, was ist das? Einfrieren. Friert alle Feinde um dich herum ein, fügt ihnen 80% Angriffsschaden zu und macht sie für 3 Sekunden hilflos. Warum machst du? Oh, aber jetzt der nächste Deadwood stirbt jetzt, der Gregor. Gregor Deadwood. Er ist der cleverste von den dreien, sagt Pater Byron. Er kann sogar lesen. Allerdings weiß er auch, wie man einen Mann mit der Streitaxt köpfen kann. Und dafür gibt es wieder 3 Steine. Sag mal, siehst du auch diesen komischen Antonio? Frostnova, hast du gesehen? Antonio Boy Nox Lumpus dastehen. Was, wo? Ja, sehe ich auch. Hier, so ein Typ. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Ein Spieler. Warum ist ein Spieler in unserem Spiel? Warum ist der hier? Ich weiß es nicht. Balo. Ich kann nicht. In die Deadwood-Feste. Deadwood-Feste? Hauen wir ab. Ja. Reise an einen neuen Ort. Ich glaube, in der Stadt sieht man auch andere Leute, ehrlich gesagt, weil in unserer Gruppe war er ja nicht. Ach so, das kann sein, ja. Oh, ich soll hier irgendwas zulassen. Musste ich auch. So, Gregor. Bam, eingefroren. Der hat mal ein bisschen gespalten hier. Das scheint nicht so. Das ist nur ein Reh, ne? Das ist ja schon gewusst. Ja und? Da ist irgendwas, was sich bewegt. Und das kann ich ja wohl auch umhauen. Oh. Auf jeden Fall. Bald krieg ich einen Sturmangriff. Ich sag dir, da bin ich noch schneller. Das macht aber. Also.
verhältnismäßig Spaß. Ich hatte, bin ja immer skeptisch bei Free-to-Play-Titeln, aber vor allen Dingen aus dem Grund, weil ich dazu neige, in solchen Spielen Geld auszugeben. Ich habe schon mal erzählt, damals, vorm Krieg, ne, habe ich mal Mafia Wars gespielt. Kennst du das? Das ist so ein Facebook Zunga. Ja, ja, das habe ich auch viel gespielt. Ich habe mir auch Fake-Accounts gemacht. Ja, ja, ja. Eigentlich total behämmert, weil eigentlich machst du ja nicht tatsächlich was bei dem Spiel, ne? Nee, das ist ja so ein Ding, wo du immer so warten musst, dann, ne? So. Ja. Ja, das hier ist ja ein tatsächliches Spiel einfach, ne? So, habe ich hier irgendwas Tolles? Was kann man kaputt machen? Da ist sogar Gold drin. Ja, habe ich doch eben schon gemacht. Oh. Ich dachte, du hättest dich nur gefragt, ob man sie kaputt machen kann. So. Sogar die Vogelscheuchen gehen kaputt zu machen. Zielt auf die Knie. Ist das eine Skyrim-Anspielung? Vielleicht, ich weiß nicht. Mit When I Took an Arrow to the Knie? Besser aus. Hast du Skyrim gar nicht gespielt? Nee. Ich glaube, ich muss mal Mana sparen. Aber ich habe ja auch Rübensaft gekauft. Nee, was ist das? Dunkelbier. Rübensaft war was anderes. Guck mal, da ist der Gregor. So, schnell mal Mana wiederhergestellt. Tank. Du tankst, hast du die Agro noch? Ja. Gut. Sieht gut aus. Und bam, ist er tot. Guck mal, eine neue Klinge. Erstmal direkt gucken, ob ich Upgrades habe. Alles, wo ein Pfeil nach oben ist, wird angezogen. Ja, bei mir Level auch beenden. Alles eigentlich ein Upgrade, by the way. Aber, oh, sieht sogar richtig cool aus. Killt Schaden, verursacht größter Treffer, kritische Treffer, super kritische Treffer. Verteidigung, erlitten 24 Schaden, okay. Ja, 267. Hm. Ich hatte immerhin auch zwei kritische Treffer. Ist ja schon mal was. Du hast Erfolge freigeschaltet. Was habe ich für einen Erfolg freigeschaltet? Hast du schon Level beendet? Klicke hier. Ja, ja. Schließe alle Deadwood-Banditenkarten im normalen Modus ab. Ah, okay. Hast du jetzt natürlich auch. Ja, logischerweise. Held, so. Du musst Magnus finden, unseren Schmied. Seine Waffen und Rüstungen werden dir im Kampf gute Dienste leisten. Wollen wir das in der nächsten Folge machen? Ja, ich denke schon. Aber ich denke, interessant, oder? Was hast du? Noch Fazit? Noch ja. Noch auf jeden Fall. Auf jeden Fall, also. Ja, kurzer Hinweis vielleicht noch. Unten in der Videobeschreibung sind auch Links drin. Falls ihr es selber spielen wollt, einfach draufklicken und losspielen. Ist ja kostenlos. Bis dann. Tschüss.